Also ich bin sehr froh, dass wir heute den Vertrag mit Leitwerk haben unterschreiben können. Wir haben ja mit NSA einen Auflösungsvertrag unterzeichnet und deshalb war es ganz wichtig, dass es hier ohne Unterbrechung richtig gut weitergehen kann. Man hat das auch gesehen jetzt auf der Baustelle, heute alleine 174 Menschen, die hier arbeiten aus den unterschiedlichsten Gewerken. Das zeigt, hier ist richtig Fahrt aufgenommen worden und dadurch, dass wir jetzt mit Leitwerk auch einen direkten Vertrag haben abschließen können, geht alles so weiter, wie wir uns das vorgestellt haben und das ist natürlich super. Was am meisten interessiert, wir sind in der Lage, im Dezember 25 die Halle an den Betreiber und eben vor allen Dingen an das Beethoven-Orchester zu übergeben als Spielstätte. Und wir denken, dass wir auch genug geschafft haben, um dieses Ziel als sehr sicher bezeichnen zu können. Wir haben noch ein zweites Ziel, das ist die behördliche Abnahme im Dezember 24. Um dieses Ziel werden wir kämpfen müssen. Aber auch da ist es so, dass wir im Moment noch gut im Plan sind. Wir haben die schwierigsten technischen Gewerke abschließen können. Hier und da fehlt die eine oder andere Vorleistung. Wir haben aber auch hochmotivierte Handwerker, wir haben hochmotivierte Firmen, die auch mit sehr viel technischem Sachverstand auch Planungsprobleme ausbügeln und dabei helfen. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen.